So, Freunde, wir machen direkt weiter mit Teil 3 der Loredana-Doku-Reaction hier, Freunde. Wieder auf dem Modus Mio Instagram natürlich. Ja, die anderen beiden Videos dazu sind auch schon online, beziehungsweise natürlich schon länger, also wo die anderen Teile eben rauskamen. Besonderheit ist nur, der erste Teil wurde wieder entsperrt, zum Glück. Also das war ja eine Zeit lang irgendwie offline und ja, ist wieder online, die Reaction dazu. Die zweite wurde, glaube ich, nie gesperrt, hoffe ich. Ja, wer die noch nicht gesehen hat, gerne abchecken. Ich muss sagen, generell so, die Doku war bis jetzt sehr interessant gemacht und hier soll es jetzt irgendwie um den Beginn von Loredanas Karriere sozusagen gehen. Ja, deswegen bin ich gespannt auf jeden Fall, Freunde. Wir labern nicht lange drum herum. Gewinnspiel gerne abchecken, abonnieren. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort Hashtag Weihnachten plus Instagram-Namen kommentieren und natürlich hier ganz wichtig, Freunde, den Kanal abonnieren. Ansonsten kommen wir jetzt, wie gesagt, hier zu dem Video, Freunde. Let's go. Ja, vielleicht mal Ton anmachen. Moin. Denkst du? Kurz vor der Show. Jetzt ziehen wir es durch. Und da haben wir uns verabschiedet, weil wir wussten, ey, geht leider nicht weiter. Die Tour ist nach dem ersten Auftritt beendet. Ah ja, genau, das war, also da hatte die letzte Doku aufgehört, der zweite Teil, dass die mitten, ja, was heißt mitten, der, während der Tour, nach dem ersten Auftritt danach, ja, war die Tour vorbei. Und die wussten, also Lukas wusste schon eigentlich vorher Bescheid. Dass aber finde ich krass, also die Doku, wie lange die schon geplant ist, keine Ahnung, ne? Aber die haben ja wirklich immer bei zum Beispiel solchen Momenten halt mitgefilmt. Dass es abgesagt wird, aber der hat es mir nicht gesagt, damit er mir die Show nicht vermasselt, damit ich jetzt nicht schlecht gelaunt auf die Bühne gehe. Boah, krass, Mann. Wie ging es nach Tourauftakt für dich weiter? Ich habe gechillt. Ich habe in der Corona-Zeit einfach nur gechillt. Es war so entspannt und ich habe da echt ausruhen können. Aber ich habe ja trotzdem Mucke gemacht. Wir haben ja das mit TikTok gemacht. Wir haben Marihuana rausgehauen. War absoluter Lieblingssong von mir auch. Kann ich mich noch dran erinnern, muss ich leider, ja, was heißt widersprechen, ne? Aber ich fand den Song ehrlich nicht so gut damals. Also den habe ich danach, glaube ich, auch wirklich nie wieder angehört. 4 Monate später. Wenn ich mit dir fliege, ich kann nicht mehr. So, wie immer, wenn wir am Flughafen sind, brauche ich neue Kopfhörer. Ich bin frei. So, Haram, Bruder, der wird nicht mehr ganz gut. Hi, Lina. Wir sehen uns im Studio. Okay, lass mir die Tasche hier. Ich muss nicht. Du weißt auch nicht, wie es geht. Das ist aber krass. Bist du auch aufgeregt? Gleich raus aus dem Labyrinth und dass, wenn es dir scheiße geht, wirst du über deine Freunde sind. Genau. Ah, okay. Ey, ich hab alles, was du willst, alles, was du willst. Sie hören meine Songs im Uber. Ist wieder interessant zu hören, ne? Da könnte man auch nochmal so einen Vergleich machen. Loredana mit Autotune und ohne. Es kam schon mal ein Video bei mir online, da ging es auch so um diesen Vergleich eben. Das ist auch schon länger her. Loredana war, glaube ich, sogar auch mit drin gewesen da in dem Video. Wenn ich mich nicht täusche, ich glaube schon. Ja, da hört man sie mal wieder ohne Autotune auf jeden Fall. Warte, welcher Song war das? Ich schwöre, ich kann mich gar nicht mehr an den erinnern. Alles angefangen hat. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Beginn von Loredana sozusagen. Geil, wie die das gemacht haben, ne? Nochmal die ganzen, diese ganzen anderen Clips von den anderen Doku sozusagen rückwärts abgespielt. Nice. Sie hat nie darüber geredet, dass sie etwas mit Musik zu tun will. Und sie hat wirklich so gut könnte singen. Habe ich gedacht, oh, wieso würdest du keine Sängerin? Sie sagt, nein. Sie hat immer meine Kleider angelegt und so, Trainer und so von mir genommen. Ich weiß nicht, wann sie sich einen Instagram-Account zugelegt hat, aber es ging wohl dann relativ schnell mit ihr. Die Ambition oder so, was ich mal hatte, war eigentlich nur Mucke machen, Rap machen.
Und ich war gar nicht so weit gedacht, dass es dann irgendwie zu so was Großem wird. Weißt du? Er sollte eigentlich für jemand anders bestimmt sein. Also man wollte den Track quasi einen anderen Artist an. Ich glaube tatsächlich, ich weiß ja nicht, ne, das ist irgendwie so ein Naturgesetz oder keine Ahnung was, aber das ist wieder ein gutes Beispiel. Wenn du auf Krampf versuchst, mit dem Ziel, mit irgendwas erfolgreich zu werden. Also klar, das Ziel hat ja irgendwo jeder. Wenn man es aber zu krampfhaft macht, sieht man bei den Leuten irgendwie, funktioniert das meistens nicht. Und bei ihr war das scheinbar halt echt wieder so, ja, nur Spaß. Der ganze Rest, das zu posten und so, war nebensächlich, während das ja bei vielen Leuten heutzutage wirklich so der Hauptfokus ist, nur die Sachen zu posten und gefühlt mehr Zeit damit verbracht wird, wahrscheinlich sich die Zahlen anzuschauen, die das Ganze einbringt, als wirklich auf die, ja, oder auf die Musik den Fokus zu setzen, beziehungsweise die gleiche Zeit in die Qualität oder das dahinter reinzustecken. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer so ist, Leute, die sich da nicht so einen großen Kopf drum machen, die da nicht so krass drauf achten, irgendwie klappt es bei denen immer besser, habe ich das Gefühl. Und dann hat damals McCloud zu ihr gesagt, ey, du musst es eigentlich machen. Und dann haben die das durchgezogen. Ah, Mann, da kann sich auch noch jeder dran erinnern. Ich muss ehrlich zugeben, damals, das war der erste oder der zweite Song von ihr, der rauskam, den ich gehört habe, und ich hab's wirklich 0,000 gefühlt, ehrlich nicht. Ja, mittlerweile, wie gesagt, ich feiere die Musik von ihr. Egal, was sie irgendwo gemacht hat oder nicht gemacht hat, die Musik, ich finde die immer nice. Und ja, deswegen. Aber damals, am Anfang, kann ich mich noch dran erinnern, da dachte ich mir so, nee, ist überhaupt nicht meins. Das war aber krass. Da haben wir irgendwie 1 Million auf einen Tag. So noch nie irgendwas rausgehauen vorher. Das war auf einmal, ich sag doch, Bro, das ist so auf einmal passiert. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt. Das war krass. Und ich fand bei Loredana auf Anhieb irgendwie cool, dass er. Mixo, okay, warte mal, ich schwöre, ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen, ne? Mixo McCloud, man liest das häufig irgendwo, dass sie was produziert haben, aber wir sehen noch nie, gefühlt. Gar nicht so zum Thema gemacht hat, dass sie jetzt eine Frau ist und anders als ein Mann sein muss. Sie hat einfach ihr Ding gemacht. Ich habe das Gefühl, dass sie so dieses Frauenpower-Ding nochmal auf eine neue Stufe gebracht hat. Leute, die Richard Grab, Digga. Das ist mein Hobby. Das mache ich gern. Ich glaube, sie hat schon zum großen Teil dazu beigetragen, dass Frauen auch einfach mittlerweile zu Recht ganz normal akzeptiert sind und nicht mehr so. Ja, würde ich auch sagen. Also man sieht, mittlerweile gibt es immer mehr Newcomerinnen, was ich immer nice finde, weil die halt wirklich voll Abwechslung in das Ganze reinbringen. Ja, alleine, weil es halt einfach mal keine männlichen Stimmen sind, die man hört. Und Frauen halt vorher irgendwie nur so bei Popmusik und dem Zeug voll drin waren, aber bei Rap und in dieser Szene irgendwie gab es nicht viele. Es gab damals, weiß ich noch, Sixten gab es auf jeden Fall. Schwester Eva, die habe ich jetzt nie wirklich so viel gehört. Und wen gab es noch? Irgendjemand habe ich vergessen, ich weiß, ja. Und dann kam halt irgendwann Loredana, Shirin, Katja, alle möglichen Leute, die da jetzt voll drin akzeptiert werden, so was, finde ich auch völlig selbstverständlich eigentlich sein sollte, ist es leider nicht, das merkt man auch. Und ja, am Anfang war das wahrscheinlich auch noch weniger normal als jetzt, wo, wie gesagt, halt immer mehr auch kommen. Bad Moms Jay irgendwann, Celine, die ja auch bei Loredana, hat mir auch mal jemand kommentiert, bei den Live-Auftritten irgendwie dabei war, daher kannte man die scheinbar schon, wusste ich auch nicht. Habe ich auch nur so entdeckt eben, fand ich auch nice. Und auch diese neuen Stilrichtungen, die sich halt dadurch entwickelt haben. Also nicht nur wirklich Frauen-Rap, wie das vielleicht eine Schwester Eva gemacht hat, oder Popmusik, sondern so eine Mischung aus beiden so ein bisschen. Ja, musikalischer Rap, Pop-Rap, wie auch immer man es halt nennen möchte. Geguckt wird, ah, eine Frau rappt oder ein Mann rappt, ist einfach ein Stück weit normal geworden. Lori, Lori auf der Leinwand, ihr könnt gerne King und Queen spielen, doch ich bin der Kaiser, plötzlich 100k, doch ich sage trotzdem ab. Hey, ich kann mich auch an den Song nicht erinnern. Wenn es die schon gibt, kommentiert das gerne mal. Klingt aber nice. Ich bin der Kaiser, plötzlich 100k, doch ich sage. Boah, dieser Beat, Digga. Wenn es den Song, also ich weiß nicht, ob der rauskam, aber wenn, bitte kommentiert den mal. Ja, ist schon fett. Was ist, wenn wir die drei Parts so machen, dass der erste die harte Nummer ist, im zweiten lässt du dem zu einem Hit aufgehen, ne? Und es wird mehr so. Ah, ja, 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 warte mal. Ich glaube, das war doch irgendwas, was auch am Anfang kam mit
verschiedenen ich bin mir nicht sicher, ich habe auch damals immer bei InScope diese, ich sag mal, Parodien angeschaut und der hatte da, glaube ich, auch immer so ein bisschen den Stil variiert, was wahrscheinlich damit zusammenhing, dass sie das auch gemacht hat, irgendwie so, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Weißt du, was ich meine? Ja, ich schick mein Leben, der macht aus einem Song jetzt drei Alben. Ja, aber verstehst du ein bisschen, was ich meine, Josh? Ja, voll. Aber es sind wirklich immer nur so 12er Statements. Aber es sind immer nur so 12er Statements, aber immer in einem anderen Flow, weißt du? Ich weiß nicht, also ich finde das ist dann zu viel musikalisch wieder an den Leuten gegeben, Bro. Die haben dann zu viel wieder von mir, die haben dann... Weißt du, ich meine, drei verschiedene Lobbys schon haben, bevor ich schon mein Album rausgehauen habe. Ja, das ist doch Papa, die kriegen doch nur 12. Die kennen mich doch. Mir sich durchzusetzen hat sie nie. Sie kriegt schon das, was sie will. Ja, okay, das war's wieder hier mit zweiten Teil. Mit dem dritten Teil ist es mittlerweile auch schon etwas später, Freunde, 1 Uhr. Ich habe gerade die ganzen Song-Reactions aufgenommen und habe mir halt gedacht, okay, ey, schauen wir das auch noch an. Hat mich selber auch natürlich wieder irgendwo interessiert. Ich bin wahrscheinlich absolut völlig überbelichtet hier, glaube ich. Ja, Freunde, das war's mit dem Video hier. Schreibt gerne irgendwas in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen, damit wir zu den 10.000 Abos kommen. Und dann sehen wir uns wieder morgen mit dem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.